العفو والرفق. Das hat auch Ähnlichkeiten, sind nicht die gleichen Dinge. Also العفو ist die Vergebung, الرفق ist die Milde und Zärtlichkeit. Dass man mild ist und zärtlich. Wie im Hadith, إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ. Allah ist Rafiq, mild, und er liebt die Milde in allen Dingen. Und in einem Hadith sagt, in einem Hadith von Aisha radiallahu anha, als Juden vorbeikamen, die Juden pflegten zu sagen, in der Begrüßung, Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalam ist der Tod. Nicht Assalam, Assalamu alaikum. Und das ist der Grund, warum manche der Ahlul Ilm der Auffassung sind, dass man den Mushrikun den Salam geben kann, wenn sie den Salam normal erwähnen, nicht Assalamu alaikum. Und dass man nicht, also sie sind der Auffassung, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam befohlen hatte, wa alaikum nur zu sagen, wenn sie ihn begrüßen. Warum? Weil sie Assalamu alaikum gesagt haben. Assalamu alaikum. Aber wenn man weiß, dass sie Assalamu alaikum sagen, dann sind einige der Ahlul Ilm, dass man der Auffassung, dass man auch wa alaikum assalam sagen kann, also ganz normal erwidern. Unter anderem Ibn Abbas radiallahu anhu. Und er sagt, deswegen sagt Ibn Abbas, wenn ich einen Majusi treffen würde, würde ich ihn mit dem Salam begrüßen. Tayyib, was wollte ich gerade sagen? Ach so, jedenfalls ein Jude oder Juden kam vorbei und haben gesagt, Assalamu alaikum. Daraufhin sagte Aisha radiallahu anha, nicht wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, sagt einfach wa alaikum, sagt wa alaikum assalamu wal la'na. Und der Tod soll über euch sein und dazu noch der Fluch. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ja Aisha, sagt das nicht so. Dann nannte er den Hadith, den ich eben zitiert habe. Allah Ta'ala liebt die Milde, oder wenn die Milde in etwas gesetzt wird, eingefügt wird, wird sie dadurch verschönert. Und wird die Milde von etwas weggenommen, wird es dadurch hässlich.